Es sieht voll geil aus, Alter. Der hat hier seinen neuen Freund gefunden. Vielleicht findet sie jetzt, vielleicht kann man... Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Stu und heute bin ich auf dem Weg nach Duisburg. Gleich kommen noch Lukas Filmt hinzu, dann kommen noch Timon hinzu, dann kommt noch Maulwurf hinzu und Pix Possible. Es wird heute mega fett. Wo gehen wir heute hin? Wir gehen heute auf eine Fotomesse, wenn man so sagen kann. Die Foto Adventure, ganz im Landschaftspark Duisburg. Das Ganze geht 2 Tage. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich 2 Tage hingehen oder ob wir morgen noch zu irgendwelchen Lost Places gehen. Ich denke, es wird ein richtig cooles Wochenende. Entschuldigt mich, falls ich irgendwie müde aussehe. Ich war bis gestern noch in Berlin gewesen. Hi. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? 'Cause I've been feeling that crazy. Ja, moin. Hi. Moin. Mittlerweile auf der Messe angekommen und schauen uns mal um, was es hier alles so gibt. Gerade eben waren wir schon mal im Stand gewesen, wo es leider keine Panasonic-Objektive gab, also die wir jetzt halt nutzen können. Wir schauen mal weiter, was es hier noch so gibt, weil ich würde auch gerne ein paar Objektive mal testen. Ja. Vielleicht findest du jetzt, vielleicht kann man damit ja vloggen. Ich merke gerade, dass ich mich ja hier gar nicht so bewegen muss, weil die ja eh in alle Richtungen sind. 60 Grad hast. Voll weird, weil die Linsen zeigen eigentlich gar nicht auf dich. Ja, gell, das ist richtig weird. So. Ich bin jetzt drauf. Das ist ja richtig weird. Von hier oben habt ihr nochmal einen richtig guten Blick über die Messehallen. Ist auf jeden Fall bis jetzt relativ cool. Ich hatte jetzt auch schon so 2, 3 Sachen, die ich mir vielleicht überlegt habe zu kaufen. Ich habe keine echte große Auswahl hier an Requisiten. Ja, voll. Also ohne Ende. Aber ich zieh dich an. Ja. Ich such dir was aus. Jeder Objektiv hat Spaß. Man kann jeder überhaupt nicht warm, Leute. Das sieht so geil aus. Ich muss sagen, ja, das sieht sehr sexy aus. Von der Skala von 1 bis 10 würde ich da auf minus 15 gehen. Was würdest du geben, Herr Kameramann? Es sieht voll geil aus, Alter. Dafür lasst ihr schon mal 50 Likes. Schwitzt du schon? Ja, ich schwitze. Mal ganz ernst. Mal ganz ernst und steh mal ganz gerade. Mhm. Bisschen seitlich mal hinstellen. Sehr gut, nicht ganz so stark. Ja, und Kopf gerade. Nee, gerade zu mir. Zur Seite, Entschuldigung. Ja, ein bisschen wieder zurück, nicht so schnell. Dann kann ich irgendwie reagieren. Ein bisschen zurück. Noch ein bisschen. Ja, so ist gut. Was hast du getan? Dass du wieder aussiehst. Die haben hier auf jeden Fall auch die richtige Turnschuhe im Bus einfach. Und dieser Bus ist nicht ultra cool. Wir haben jetzt ja relativ lange mit den Leuten von Kai Stuth Photography geredet. Ist auf jeden Fall mega cool. Checkt mal deren Website ab. Bieten echt coole Shootings an. So sehen hier mal die Fotos aus, Leute. Wir haben gerade jetzt noch Polaroid-Bilder gemacht und jetzt sind wir hier bei dem Sigma-Stand im Hintergrund. Dann schauen wir nochmal hier. Leute, ich habe jetzt hier wohl das beste Objektiv, was ich mir vorstellen kann. Leute, wir haben jetzt hier Sigma 16mm 1,4er Blende. Das ist sowas von krank, Leute. Das ist heftig. Also das ist jetzt auch ein Objektiv, was ich mir auch noch dieses Jahr gerne holen würde. Also ich denke mal so, vielleicht im August oder so, vielleicht geht da was. Wäre auf jeden Fall cool, weil schaut euch das einfach mal an. Ich kann den vloggen und habe trotzdem noch so eine coole Tiefenschärfe. No, no, heaven or gold, 'cause I got you. I got you, don't wanna show. Oh, oh, show us off, but you're my all. All that I need, trying to sugarcoat, but I'm flying. Das ist so ein Stahlwerk. Der Betrieb ist schon seit vielen, vielen Jahren eingestellt. Wir sind hier auf Hochofen 5, das ist der einzigste Hochofen, der noch begehbar praktisch ist. 1 und 2 stehen noch, 3 und 4 wird abgerissen. Hier unten auf der Straße und generell auf dem Gelände wird Alarmstufe 3 Alpha öfter gerät. Yo, yo, yo. So Leute, wir verlassen jetzt mittlerweile die Messe. Marco ist jetzt wie gesagt auch noch am Start, da steht er. Und wir gehen jetzt noch zu einem Lost Place, beziehungsweise schauen noch, was wir überhaupt machen, ob wir noch irgendwie gleich was fuhren gehen oder
irgendwo anders hingehen. Timon geht dann heute Abend auch wieder nach Hause, weil er halt irgendwie lernen muss für die Schule. Ihr wisst, Schule und so. Aber wir anderen werden heute Abend noch irgendwas Cooles machen. So Leute, wir gehen jetzt erstmal zu Ikea Fooden. Julian gibt dein Haus, ich hab nicht kein Geld dabei. Oh ja, mal schauen. Oh mein Gott, Marco hat es hier erst mal so riesig gegönnt. Ich nehme jetzt mit. Kann ich den abkaufen? Kostet 15 Euro. 15 Euro, nee, das ist mir nicht wert. 10 Euro, hier, nice Angebot. Da gehe ich lieber in den Ikea und dann ist da hoffentlich klimatisiert. Die Leute hier chillen so ihr Leben auf dieser Couch. Marco. Der hat hier seinen neuen Freund gefunden. Bruh. So Leute, willkommen zu meinem neuen Zimmer hier. Das frische Sofa hier. Ich hoffe, die Kamera gefallen. Das ist echt voll geil, ne, Julian? Kannst du so Essen drauf machen. Wir waren jetzt bei Ikea und haben so eine Kleinigkeit gegessen. Und jetzt gehen wir noch zu einem Lost Place, was da hinten ist. Wir wissen allerdings noch nicht, ob wir rein können. Ja, wir müssen mal schauen, weil da steht nämlich ein Bagger. Und ich kann mir denken, dass die es mittlerweile anfangen abzureißen. Ey, ist es das, was ich sehe? Nein, oder? Nein. Digga, Videoguard diesmal. Nicht Bauwatch, es ist Videoguard. Ja gut, also Bauwatch hat das letzte Mal nicht so funktioniert. Och nee, oder? Also Leute, kurze Story dazu. It's Marvin war schon mal hier gewesen, ist ein relativ großer Lost Place, wer ihn nicht kennt. Und danach kamen da leider relativ viele Leute, die das leider kaputt machen mussten oder da irgendwie. Teilweise wurde es auch in Brand gelegt, so wie ich es verstanden habe. Hier auf der Straße, die komplette Straße, da standen Taxen bis da hinten, okay. Auf beiden Seiten. Die Leute, die halt in der Diskothek waren, du musst da mal hinfüllen. Ja. Die konnten dann halt einfach da ins Taxi einsteigen und damit weg und die Taxis sind dann vorgerückt. Leute, es lohnt sich nicht da reinzugehen, weil hier ist echt schon alles abgerissen. Ihr seht noch ein paar Sachen von der ehemaligen Disco vielleicht, aber sonst ist halt da nichts mehr wirklich. Ciao, hau rein. Berlin is coming. Ja Leute, mittlerweile sind wir hier und grillen gerade noch hier. Ja, damit war es auch mal wieder mit einem weiteren Vlog. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch gerne den Kanal, checkt noch die anderen Leute alle aus, die heute dabei gewesen sind. Ihre Instagram-Profile, YouTube-Profile sind alle hier irgendwie verlinkt. Dann, ich habe leider das Top-Kommentar vergessen auszudrucken, deswegen ist es jetzt nur hier eingeblendet. Cool, dass du mich so aktiv verfolgst, ist auf jeden Fall mega stark von dir. Wenn du auch erwähnt werden willst und ein Teil der Vlog cool sein willst, dann kommentiert es einfach und mit etwas Glück bist du im nächsten Video auch dabei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt bei einem weiteren Video wieder. Bis dahin, haut raus. To have diamonds on the street.